Meine liebe Schwester, ich bin froh, dass das Leben uns diesen vergangenen Winter zusammen auf der Insel geschenkt hat. Es macht mich wirklich glücklich. Wer hätte gedacht, dass nach 15 Jahren ohne einander zu sehen, ein Brotbackofen und eine geheimnisvolle Erbschaft zum Grund für unser Treffen würden? Dass wir uns gemeinsam mit den Mädchen in der Bäckerei an vergessene Rezepte unserer Großmutter erinnern würden? Ich schreibe dir diesen Brief, weil ich jetzt diejenige bin, die geht. Ich hoffe, dass du unsere Kindheit nie vergessen wirst. Die Momente, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und vielleicht finde ich ja einen Weg, dir die geheime Zutat unserer Großmutter doch noch ins Ohr zu flüstern. Auf unserer Insel der Zitronenblüten.